Ja, hallo ihr Lieben. Zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 4. So, wir wollten ja heute mit Luke in die Karaoke-Bar. Wir auch gleich mal in Angriff nehmen. Dann können wir da auch noch eine Kleinigkeit essen. Wir sind hier umgeben von Männern. Das passt ja. So. Okay. Dann kennen wir schon mal ein paar. Hier mal gucken. Ja, so ein paar. Aber wir gehen schon mal los in die Karaoke-Bar. So. Das ist jetzt dieser Beanstalk, diese mit den mehreren Räumen. Aber wir gehen in die richtige Karaoke-Bar. Die tolle, bessere. Mit Luke. Genau. Na, ein bisschen Quatsch, weil wir da noch ein paar Leute kennen. Könnt ihr auch nicht schaden. Mal ein bisschen auf die Piste gehen, muss man ja auch mal. Wenn ich nur eine Wohnung habe. Das geht nicht. Und wie war euer Wochenende? Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. So. Ja, Luke nur sein. Luke? Ist er verschwunden? Ich glaube das ja nicht. Nee, nee, nee. Junger Mann, du bleib. Also. Wirklich? Glaubt das jetzt ja nicht. Luke ist gerade beschäftigt. Also. Hier, guck mal. Da muss der arbeiten. Wie lange? Bis für, ja gut, 15. Ja gut, dann müssen wir ihn um 15 Uhr nochmal einladen. Bis 15 Uhr muss er eigentlich arbeiten. Vielleicht deswegen. Hier, wir lernen ein paar Leute kennen. Dann werden wir noch eine Kla werden wir noch mal singen. Gehen wir mal hier hin. So. Dass wenn die fertig ist, dass wir gleich hin können. Yumiku. Hunger haben wir auch schon. Und danach werden wir Luke einladen. Dann werden wir hier eine Kleinigkeit essen. An der Bar. Nein, bleib hier. Machen wir kurz auf Stopp, dass hier kein anderer noch hinkommt vorher. Solo singen. Sing mal. Jetzt bin ich da. Singfähigkeit erworben. Christina hat die Singfähigkeit erworben. Du kannst die Fähigkeit von Christina verbessern, indem du auf ein Mikrofon oder auf Christina klickst und dann singen üben willst. Sie kann jetzt House, Jazz oder Pop-Songs solo singen. Wenn du an der Karaoke-Maschine Duett singen willst, kann sie Country singen. Aber es hört sich nicht so besonders prickelnd an. Naja, ich sing nicht besser. Aber man kann es ja lernen. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, und dann, oh, schon 3:30. Dann werden wir Luke gleich mal einladen. Vielleicht können wir noch ein Duett mit ihm singen. Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Bei der Zeit wird gleich da sein. Perfekt. Dann lag es wahrscheinlich nur daran.
beschämt. Unbehagliches Kommentar wegen Sozialkontakt. Warum, oh warum, nur hat Christina das gesagt. Wollte Luke nicht kommen? Dang, lässt er mich schon wieder hängen. Luke? Sieht ihn hier irgendwo? Was tun jetzt? Chips essen. Dein Ernst? Kennst du nichts Gesünderes? Aber Luke kommt einfach nicht. Einladen auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Na, die Funde müssen ja wieder drauf, die du eben abtrainiert hast, ne? Luke Braun wird gleich da sein. Wo ist Luke? Ich glaube das jetzt ja nicht. Da kommt er einfach nicht. Guck mal, bestell dir noch eine Kleinigkeit zu essen, und zwar was Richtiges. Essen bestellen. Nimm dir mal eine Currywurst. In der Stadt fährt das Romantik... Ja gut, Romantikfestival ist nicht so prickelnd, wir haben doch keine Romanze. Wo ist Luke? Wo nur ist Luke? Der lässt uns echt hängen. Ich habe gehört, die Stimme auf dem Romantikfestival soll ziemlich cool sein. Hast du Lust, mit mir hinzugehen? Du kommst ja auch nicht. Warum soll ich denn kommen? Können wir noch mal ein bisschen Poster sammeln. Müssen wir mal gucken, ob wir auch ein bisschen sammeln. Vielleicht so Schneekugeln und sowas. Muss gleich mal gucken, was hier noch so gibt. Gut, dann wirst du gleich noch einmal singen. Und am Sonntag werden wir dann mal die Stadt erkunden nach vielleicht Sammelobjekten und sowas. Wirst du einmal singen, bevor du nach Hause gehst? Wenn du deine Currywurst aufgegessen hast? Oder könntest du auch noch mal ein Getränk bestellen? Komm, wozu ist man in einer Bar? Nee, nicht zubereiten, sondern bestellen. Saft on the rocks. Wozu ist man in einer Bar? Kann man sich auch Getränk gönnen. Aber schon so ein bisschen komisch, dass er einfach nicht kommt. Ich dachte, er könnte vielleicht... Naja. Aber so eine Toilette werden wir zu Hause uns auch nochmal hinstellen. So eine sprechende. Wenn wir genug Geld haben. Mal aus, vielleicht kannst du gleich noch ein Lied singen, bevor wir nach Hause gehen. Wenn der fertig ist. Solo singen, Pop. Sing du noch mal. Und dann gehen wir nach Hause auch. Ich höre mal ganz spannend zu, wie sie singt. No, so schlecht? Jetzt auch nicht. So. Aber dann gehen wir jetzt auch mal nach Hause.
Wir müssen vielleicht mit Lotte nochmal raus, bevor wir dann ins Bett gehen. Die muss halt auch nochmal raus. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie trinken muss. Gehen wir nach Hause? Bis aus den Nachbarn auch mal anfreunden, vielleicht. Dass wir auch einen guten Draht zu unseren Nachbarn haben. Könnte nicht schaden. Den Nachbarn noch mal vorstellen. Mal gucken, wen wir hier haben. Da ist keiner. Apartment besuchen? Nee, eigentlich will ich nicht besuchen. Ich will allein mit jemandem plaudern. Ah, da kommt gerade einer. Aber trotzdem kann ich nicht plaudern. Na gut. Guck mal, du gehst erstmal kurz auf die Toilette. Flottertunger. Aber das finde ich irgendwie nicht schlecht mit diesem Weiß, ein bisschen Gelb, so ein bisschen im Abwechsel. Dann gehst du schlafen. Bist ja ein bisschen müde. Auf wer macht denn jetzt hier schon wieder Krach? Können wir uns ja gleich mit den Nachbarn verscherzen. Gegen Tür trommeln. Also wirklich in der Nacht. Nacht machen wir noch nicht so einen Krach. Oh, sie ist sehr wütend. Ah, wütend eben. So, wütend über Lärmbeschwerden. Und jetzt lassen wir nochmal eine passiv-aggressive Nachricht. Die da lassen wir auch nochmal jetzt. Hallo, ich wohne auch hier. Es tut mir ja leid, wenn dein Leben langweilig ist. Vielleicht solltest du auch mal ausgehen und dich ein bisschen amüsieren. Ich war ausgegangen, ja. Aber macht in der Nacht nicht so einen Krach. Nee. Das gibt's doch nicht. So. Denn es ist Sonntag. So. Mach mal deine Morgenroutine. Wir machen auch ein bisschen. So. Halt. So. Ey, guck, guck, guck. Jetzt beschweren sich bei mir. Können wir mal. Ihr habt auch Krach gemacht, ja? Und zwar mitten in der Nacht. Nein, nicht davon. So, jetzt von Rührei. Das ist doch Abendessen. Das isst man doch nicht zum Mittag, also zum Frühstück.
Wir können uns auch nochmal ein Eis machen. Gerade bei so warmen Tagen sollte man mal machen. Hallo? Mein Kühlschrank. Nehmen das hier noch. Sollst du das eine Tasse Kaffee nehmen? Mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Spüle. Was machst du denn da? Loben, ah gut. Du bist eindeutig ein schrecklicher und rücksichtsloser Nachbar. Du hast einen großen Fehler gemacht. Das wird dir noch leid tun. Droht er mir gerade? Es regnet. Gewitter ist vorhergesagt. Jetzt ist es auch nur Regen. Ich müsste ja eigentlich mit Dings da, Lotte, Zinsen verdienen. Archie hat diese Woche 3002 Simoleons Investitionen verdient. Wer ist Archie? Müssen wir gleich im Regen raus, Lotte. Aber Lotte muss ja auch mal raus. Nein, 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 nein. Nicht abwaschen. Machen wir schon. Du wirst mal hier lernen. Und dann mit Lotte spazieren gehen. Obwohl es regnet, aber das kann ich euch jetzt leider nicht ersparen. Wir gucken mal hier aus dem Fenster, wie es regnet. Oh oh. Gießt ja mal wieder. Das gießt ja mal wieder. Da müssen wir raus. Ich würde echt in der Stadt ein bisschen Jekte sammeln. Dann können wir ganz schön nass werden. Wir werden mal ermutigen, sich zu erleichtern. Für eine Hausmauer. Naja, wir sollten uns den Regenschirmständer zu Hause auch mal aufstellen, dass wir uns auch mal einen Regenschirm nehmen können. Ein Spaziergang im Regen. So, dann werden wir sie nochmal ermutigen, sich zu erleichtern. Da hat jemand sein Getränk abgestellt auf der Straße. Wir stehen hier über die Pfützen.
Willkommen in der Nachbarschaft. Begrüßungskomitee. Ja, danke. Wir sind gerade nur unterwegs. Mit Lodge. So, man kann schon nach Hause gehen. Also, oh, da stehen ja alle. So, warte mal, bis er zu Hause ist. Was wir mal machen werden, ist kurz diesen Regenschirmständer aufstellen. Machen wir nochmal schnell. Na? Komm. Dann fehlt er mir nach Jahreszeit. Ich weiß nicht genau, wo er bei war. Bei welcher Kategorie. Deswegen gehen wir mal nach Jahreszeiten gleich komplett. Hier. So. Dann können wir auch einen Regenschirm nehmen. So. Dann wäre es mal ganz kurz Lotte. Und wir schon mal einen Regenschirm nehmen. Das sieht mir so kindermäßig aus. Mit den Enten auch. Nehmen wir so ein. So, und dann werden wir mal den Nachbarn hereinbitten. Wenn sie schon da sind. Können wir mal Eis herstellen? Wollte ich ja auch. Sie kommt um Handtuch bekleidet. Aber liebe Freunde, das war's denn für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.